Zeitgeschichte hautnah erleben kann man am Blöckenpass. Nämlich immer dann, wenn der Verein Associazione per lo Studio e la Salvaguardia delle Fortificazioni a Nord-Est, kurz ASSFNE genannt, die Türen zu seinen versteckten Bunkeranlagen öffnet. Ringrazio nuovamente tutti i presenti. Mi permette in conclusione di fare un ringraziamento particolare al qui presente sindaco di Paluzzi, il signor Massimo Mentil, per la costante fiducia e tanta pazienza che ripone nei nostri confronti e nel nostro operato passato, presente e speriamo ovviamente futuro. Fiducia che tutti noi ci auspichiamo venga presto rinnovata nell'assecondare il nostro prossimo progetto di salvataggio e manutenzione della casermetta, da noi scelta come sfondo per questo incontro speciale che speriamo risulti a voi gradito. Di nuovo grazie a tutti. È un offizieller Vertrag und viel Vertrauen in unsere Arbeit, so wie erst kürzlich stattgefundene Vertragsverlängerung gab uns die Möglichkeit, diese Zeugnisse der modernen Geschichte zu schützen, zu restaurieren. Wir möchten aber auch nicht vergessen, dass uns die italienische Armee nicht nur zu Beginn dieses Projekts voll Anerkennung gewährte, sondern auch sie unterstützte uns in späterer Folge. Viele interessierte Besucher sind auch dieses Mal wieder gekommen, um einen Einblick in die Kriegsgeschichte zu erhalten, die Ausrüstung von damals anzusehen oder auch jene Bunkeranlagen zu begehen, in denen vor einigen Jahrzehnten viele Soldaten ihren Dienst versehen haben. Der Verein ASSFNE wurde im Sommer 1997 von einer kleinen Gruppe von Enthusiasten gegründet. Das Ziel des Vereins ist es, die italienischen Befestigungsanlagen im Bereich des Blöckenpasses zu erhalten und zu restaurieren. Weiters möchte man die Anlagen nicht nur Historikern und Fachleuten, sondern auch einem breiten Kreis der Bevölkerung zugänglich machen, damit dieser Abschnitt unserer Geschichte nicht in Vergessenheit gerät. Wir haben gestern 20 Jahre Gründung von meinem Verein gefeiert. Und es war für uns eine Ehre, Leute aus Italien und Österreich als Ehrengäste da zu haben. Und zwar, wir hatten da den Bürgermeister von Paluzza, Massimo Mentil, Kommandant Carabinieri von Paluzza, der Vizebürgermeister von Ketschach-Mauthen und andere Freunde aus Ketschach und Mauthen. Das war für uns eine riesige, große Ehre. Wir wurden vor 20 Jahren gegründet und es ist für mich eine komplizierte Aufgabe, diesen Verein zu gründen. Und unser Grund ist, diese Bunkeranlagen vom Kalten Krieg erhalten, weil sie sind historische Stücke. Und dazu, wir kämpfen heute für diese kleine Kaserne zu bekommen, weil auch der Bürgermeister von Paluzza hat schon verstanden, dass wir haben einen Punkt erreicht, wo wir brauchen auch da am Blöckenpass ein Basislager. In dieser Sperranlage befinden sich drei verschiedene Bunkeranlagen. Zurzeit sind zwei Bunkeranlagen im Besitz von Gemeinde Paluzza, die wir durch einen offiziellen Vertrag bekommen haben. Und wie gesagt, wir arbeiten in einem Bunker seit 20 Jahren. Aber diese dritte Bunkeranlage, der das sich befindet, ist im Besitz von italienischer Armee. Aber wir als Verein haben freien Zutritt und wir können drinnen einfach putzen, pflegen, aber keine Führung machen. Führungen werden von uns nur im Bunker 1 durchgeführt. Normalerweise die Bunkeranlagen bleiben leer. Wann wir zum Beispiel will jetzt offizielle Tage der offenen Türe machen. Wir bringen Material, wie zum Beispiel die originalen Funkgeräte, es kommt eine schwere Maschinengewehr, Deko, oder Feldtelefone, Uniformen. Und wir zeigen an die Besucher, wie sollten diese Soldaten im Kalten Krieg in diese Bunkeranlagen leben. Zurzeit wir haben 6 Grad plus. Und im Winter wir erreichen mit unseren Geräten eine Temperatur im Wert von 11 Grad auch. Mehr nicht. Ich habe den Daniel jetzt bei diesen Führungen unterstützt, eben die deutschsprachigen Gäste betreut und die Führung durch die Bunkeranlage gemacht, weil ich auch in Kenntnis bin dieser Bunkeranlage und den Zustand der Bunkeranlage, für welche sie verwendet wurde im Kalten Krieg und auch die Zusammenhänge für diese Blöckensperre, diese Blöckenanlage, die vorgesehen war, im Kalten Krieg diese zu besetzen von den Italienern. Diese Bunkeranlagen also sind einmal lange nicht eigentlich bei uns erkannt worden in Österreich und für einen Verwendungszweck. Diese Bunkeranlagen waren nie gedacht in Verwendung gegen Österreich, sondern gegen einen Angriff
also des Warschauer Paktstaates. Das war das Bestreben 1945. Wenn es zu einem Ost-West-Konflikt gekommen wäre, hätten ungarische Einheiten den Auftrag gehabt, über das Kanaltal oder beziehungsweise Geltal in den Raum der Piave vorzustoßen. Und auch diese Anlage diente da, hier die Blöckenstraße zu sperren. Die Belüftung drinnen geht mittels eines Lüftungsaggregates. Kann man belüften und auch heizen. Man hat auch Handentlüftungsgeräte, und die Problematik in den Kampfständen dieser Bunkeranlage ist es, dass man, wenn man dort schießen hätte müssen mit Maschinengewehr oder mit der Panzerwehrkanone, die Pulvergase nicht weggekommen wären. Das heißt, die Mannschaft, die Bedienung dieser Kanonen oder Maschinengewehre hat müssen mit Gasmasken schießen. Zweitens sind die Türen drinnen im Bereich Unterstände und Kampfstände so ausgebaut, das sind ehemalige U-Boot-Türen, also gasdicht. Das heißt, im Zuge eines chemischen Angriffes in diesem Bereich wäre das drinnen luftdicht verschlossen worden. Und eine Besonderheit in diesen Türen ist, man hat eine kleine Röhre auf zwei Seiten mit Glas, wo man auf zwei Seiten öffnen kann. Das heißt, wenn von außen jemals eine Meldung gekommen wäre, hätte man die Klappe aufgemacht, hätte diese Meldung reingeschoben, hätte auf die Tür geklopft, drinnen wurde diese Klappe geöffnet und hätte die Bäsche nicht mehr kommen. Also es wäre also von außen wäre keine Person mehr in diesen abgeschotteten Bereich hineingekommen. Werk 1, hier, was wir sehen, wären 27 Mann vorgesehen gewesen. Die Kaserne für alle drei Bunkerbesatzungen, also Werk 1, Werk 2 und 3, wären in dieser Kaserne untergebracht gewesen. Diese Kaserne hat eine Besonderheit, das ist eine sogenannte Defensionskaserne. Das heißt keine normale militärische Unterkunft, sondern diese Defensionskasernen waren so eingerichtet, dass man aus der auch kämpfen hätte können, wenn man angegriffen wurde. Das heißt, sie sind stärker befestigt, stärker armiert, und da wären auch die Soldaten in der Lage gewesen, den Feuerkampf herauszuführen. Das Interesse an den Führungen durch die Bunkeranlagen war groß. Viele Besucher ließen sich die Gelegenheit nicht nehmen, die Anlagen von innen zu erkunden. Zuerst herzlich willkommen da am Blöckenpass bei uns. Wir befinden uns beim Werk 1. Diese Sperranlage besteht aus drei verschiedenen Bunkeranlagen. Wie gesagt, das ist der Bunker Nummer 1. Auf eurem Rücken, es gibt eine kleine Hügel, von daher aber ist total unsichtbar. Da befindet sich der Bunker Nummer 3. Und auf meinem Rücken, auf die Felsen vom kleinen Pal, der Bunker Nummer 2. Von diesem Bunker, der Kommandant sollte das ganze Gefecht dirigieren. Wieso es gibt diese dreieckige Symbol da drauf? Weil dort es gibt auch einen Beobachtungsstand. Von diesem Bunker sollte ein Beobachter das ganze Gelände kontrollieren. Das ist ungewöhnlich, dass da oben zwei Panzersperre sich befinden, weil normalerweise die Italiener haben immer nur eine einzige Panzersperre aufgebaut. Aber es hat eine Kontrolle gegeben aus Rom, wo die Offiziere haben gedacht, dass diese Panzersperre da, die wurde zuerst aufgebaut, wurde auf eine falsche Stelle. Und die haben gedacht, wenn eine Panzerkolonne aus Österreich marschiert und die kommen da am Blöckenpass, die finden sofort diese Panzersperre. Das war nicht richtig. Das sollte unsichtbar bleiben. Und deswegen, ein paar Jahre später, die haben diese zweite Panzersperre da. Nach einer kurzen Einführung vor dem Eingang zur Bunkeranlage geht es hinein in den Berg. Schmale Gänge, steile Treppen und enge Räume warten auf die Teilnehmer der Führung. Ganz wichtig zum Beobachten ist, wie diese Räume nass sind. Ja, aber ganz im Gegenteil, im Winter, da drinnen ist alles trocken. Weil ein Bunker arbeitet so wie eine Kaverne, eine Grotte. Feucht und nass im Sommer, ganz trocken im Winter. Zum Beispiel im Winter, wenn wir da kommen für Arbeiten oder Reparatur zu erledigen, wir brauchen keine Jacke, nichts. Wir haben konstant da drinnen ungefähr 10 Grad, Sommer oder Winter. Wir haben im Moment da unten gebaut. Ganz interessant zu wissen ist, dieser kleine Raum da, das ist unsere elektrische Zentrale, so grob gesagt. Weil wir sind da vor 20 Jahren gekommen, dieser Kasten war total verrostet und kaputt. Ja. Mit meinem Stellvertreter, wir haben gedacht, wir müssen unbedingt diesen Kasten in Betrieb bringen. Aber wie denn? Da drinnen, das war total unmöglich.
Also kurz gesagt, von dieser Gang, wir können von unten diese Panzerkuppel besichtigen. Wenn jemand Interesse hat, kann selber ohne mich. Genau diese Geräte sollten damals die Soldaten verwenden. Und dasselbe gilt auch für die Feldtelefone da drinnen. Wieso? Es gibt da zwei Funkgeräte, ganz einfach. Und diese großen Funkgeräte, alle kommen natürlich von amerikanischen Lieferungen nach dem Zweiten Weltkrieg und und. Mit diesem großen Funkgerät sollte der Kommandant Verbindung mit dem Bataillonskommando in Tolmezzo nehmen, falls der Feind am Brückenpass kommen sollte. Mit diesem zweiten Funkgerät, auch von einer amerikanischen Lieferung, sollte immer der Kommandant Verbindung mit Kompaniekommando in Paluzza aufzunehmen. Alle wichtigen Gefechtsstationen in diesem Bunker sind zusammen durch Telefone verbunden. Wir haben in diesem Bunker zwei Schwerpunkte. Einer ist schon da neben mir. Das ist der Pronto Soccorso auf Italienisch, das ist die sogenannte Sanität. Und dann wir haben noch einen zweiten Schwerpunkt, das werden wir später unterwegs finden. Ganz wichtig für jeden Mensch. Also, in diesem kleinen Raum, der ist nicht so gesund, sollte ein Arzt, falls etwas passieren könnte, operieren. Überall, außer in diesen Kampfräumen, die waren genau auf diese Büchse angeschlossen. Weil, wenn ich schieße mit einem Maschinengewehr oder mit einem Gewehr und ich trage keine Gasmaske, automatisch, was passiert bei mir? Ich muss auch diese giftigen Gase einatmen und dann sterbe gleich. Deswegen, sie müssen immer mit einer Gasmaske kämpfen. Und wieso? Sie haben keine giftige Luft von diesem Raum filtriert. Weil sie könnte auch einen Luftfilter auf diese Gasmaske anschließen. Nein, sie haben durch diese Leitungen, die laufen da unten, da oben, die kommen so da hinten. Mit diesem Gerät sollte ein Soldat frische Luft in die Gasmaske pumpen. Es hat nur eine einzige Latrine gegeben. Denken wir einfach, ich leiste Dienst bei dieser Panzerkuppel oben. Und ich bin ein Mensch, ich muss unbedingt. Ich kann nicht einfach meinen Post verlassen und da unten laufen und machen. Nein. Von außen deuten nur wenige Anzeichen auf die Bunkeranlage hin, wie diese Schießscharten in Richtung Staatsgrenze. Das war damals im Ersten Weltkrieg eine vorderste Linie. Wir gehen jetzt ein bisschen tiefer im Bunker. In diesem Bereich, im Kriegsfall, sollten nicht die Russen kommen, wie viele denken. Falsch. Die Ungarn hätten einen Auftrag, diese Bunkeranlagen zu erobern. Die Sowjets haben zuerst die Ungarn weitergeschickt Richtung Italien, durch Österreich. Die Ungarn sollten Klagenfurt erobern, dann Villach erobern und weiter bis zum Brückenpass. Brückenpass war ganz wichtig für die Ungarn und für die Sowjets zum Erobern. Das ist eine österreichische Uniform von den 60er Jahren. Ja, dann musste er ähnlich wie die Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Und das ist ein Nachfolger, das ist ein Uniformmuster 1975. Genau in dieses Jahr wurde von den Italienern diese Uniform eingeführt. Es gibt in Osopo, Osopo ist eine Ortschaft da unten zwischen Udine und Tolmezzo. Vor dem Zweiten Weltkrieg die Italiener haben eine Landebahn gebaut für kleine Flugzeuge. Im Zweiten Weltkrieg diese Landebahn wurde von den Deutschen erobert und die Deutschen haben diese Landebahn vergrößert. Auf diese Landebahn im Jahr 1944 sind zwei ME-262 gelandet. Das hat niemand gewusst, das war ein Wunder. Okay, nach dem Zweiten Weltkrieg ist nichts passiert. In die 60er Jahre ist ein MiG-19 gelandet aus Ungarn. Ein Major der ungarischen Luftwaffe ist
geflogen mit seinem MiG und er ist genau in Osopo gelandet. Aber wir glauben, er ist gestorben, weil so ein Flugzeug braucht eine gewaltige Landebahn. Verzeihung. Und diese Landebahn in Osopo ist relativ kurz. Eine Besonderheit sind diese versteckten Schießscharten. Mit zwei Kurbeln können die als Felswand getarnten Klappen geöffnet werden. Das Rad der Zeit dreht sich immer weiter. Doch diese Bunkeranlagen am Blöckenpass sollen die Geschichte nicht vergessen lassen und ein Mahnmal für die Zukunft sein.